So, was ihr da gerade gesehen habt, das war Monty. Das hier bin ich in meiner Arbeitskleidung. Ja, gute. Und ich weiß, es ist schon lange her, dass ich mal ein Video gemacht habe. Deswegen machen wir heute ein kleines, feines Video. Wir können leider wirklich nicht lange aufnehmen, weil es schneit. So ein bisschen. Sieht man das? Schnee? Nein? Okay, dann zeige ich Ihnen mal. Hier, ein bisschen schneit. Nicht viel, aber ein bisschen. So, was ich gemacht habe übrigens ist, ich habe das Licht geändert. Das habe ich in einem Stream schon mal gezeigt. Wenn man jetzt hier den Schalter drückt, dann geht erstmal nur das Licht an. Das oben in der Scheune bei mir geht noch gar nicht an. Das ist dann früher immer gleich mit angegangen. Die Werkstatt hat jetzt zwei Steckdosen. Voll cool. Ich habe eine Bank gebaut, die man nicht sieht. Ich habe zwei Messer gebaut, die man auch noch nicht sieht. Nein, drei Messer habe ich gebaut, die man nicht sieht. Ich habe sogar noch mehr Messer gebaut, aber die sind noch nicht fertig. Die sind alle noch nicht fertig. Das ist alles noch in der Produktion. Guck, da liegt der Rest. Ja, viel genauer zeige ich es jetzt nicht. Die, die den Stream geguckt haben, die kennen das vielleicht schon. Falls ich gerade die Kamera total schief halte. Das liegt daran, dass ich das Display nicht umgedreht habe. Also, nicht mein Problem. Ihr müsst euch das angucken. So, wir gehen jetzt da rein. So, ihr seht. Seht ihr nicht. Zumindest nicht viel. Das liegt daran, dass ja das Licht momentan nur da unten angeht. Früher ist da noch das Licht da angegangen, was ihr jetzt auch noch nicht seht, weil es nicht an ist. Und jetzt haben wir so einen coolen Lichtschalter. Und jetzt haben wir da oben Licht. Jetzt haben wir da vorne Licht. Das leuchtet voll krass da drauf. Und dann haben wir sogar noch eine Steckdose. Und da können wir dann den Stecker hier reinmachen. Man muss halt schon so fähig sein, einen Stecker aufzuheben. Und dann ist das Licht an. So, ich hoffe, die neuen Veränderungen haben euch gefallen. Oder gefallen euch, besser gesagt. Ich finde es geil, weil es da vorne einfach viel heller ist als hier. Ich meine, hier reicht das Licht trotzdem noch für so Shots wie den hier. Thumbnail. Ohne Scheiß, das wird jetzt mein Thumbnail. Auf jeden Fall, man sieht hinten super noch wegen dem Scheinwerfer und der ist ein bisschen anders angebracht. Bald kommt über euch noch ein Licht an, deswegen muss die Leiter hinter mir leider noch ein bisschen stehen bleiben. Aber wir werfen jetzt mal ein bisschen. Wir werfen No-Spin von 1, 2, 3, 4 Meter Distanz. 4 Meter Distanz, Half-Spin. Ich glaube, ich habe eben No-Spin gesagt. Egal, wir machen einfach Half-Spin. Das müsste eigentlich genau meine Distanz sein. Ich habe ewig kein Wurfmesser mehr geworfen. Also ab und zu so zwischendrin mal, um es anzugeben. Spaß. Um es Freunden zu zeigen, aber so wirklich Wurfmesser werfen habe ich schon ewig nicht mehr gemacht, Alter. Das zählt nicht. Das aber. Das auch. Der zählt auch nicht. Ich habe auch mal wieder festgestellt, dass es total schwer ist, Leuten Messerwerfen beizubringen, weil so viele Leute werfen so unterschiedlich. Da gibt es die einen, die machen, also da sage ich, ich zeige denen, wie es halten soll und zeige denen auch, dass es so halten soll, also so seitlich, die machen dann so und werfen es dann so. Es ist so, werfen die das dann. Dann sage ich, nein, 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 den Arm ausstrecken, dann machen sie so. Nein, weniger Drehungen geben. Und dann machen die so. Ist auch nicht so das Wahre. Und dann sagen die, lass mich in Ruhe, nehmen das Messer letztendlich so und machen dann den. Das ist auch kacke. Umso länger ich Messer werfe, umso größer wird die Distanz. Selbst wenn ich die Distanz nicht absichtlich erhöhe, die Distanz wird immer größer, auf die ich werfen muss. Ich weiß nicht, woran das liegt. Irgendwie. Ich nehme den Messer immer, immer, immer wieder Drehung. Umso länger ich werfe. Das ist eine super Sache. Es ist auch schwer, Leuten Messerwerfen in einer sehr kurzen Zeit beizubringen. Also das ist vor allem, sich selbst beizubringen. Es dauert Jahrhunderte. Ich meine, angefangen Wurfmesservideos zu machen, habe ich, nachdem ich ungefähr 5 Monate lang geworfen habe, meine ersten Messerwurfversuche waren halt echt nicht so gut. Könnt ihr euch eventuell noch angucken. So alte Videos gibt es von mir auch noch. Da ist halt sehr viel rausgeschnitten. Da habe ich eine halbe Stunde aufgenommen und habe am Schluss irgendwie 5 Minuten hochgeladen. Jetzt nehme ich 10 Minuten auf und lade 20 hoch. Um mal ein bisschen zu übertreiben. Natürlich nicht so krass, aber mittlerweile schneide ich weniger als die Hälfte nur raus. Und wenn ich was rausschneide, dann weil ich so viel Scheiße laber meistens. Ah, so befriedigend.
Jetzt ist aber auch mal gut hier. Ich habe mich hier schon dreimal selber abgeworfen. Und weiter weg. Noch weiter weg. Oh mein Gott. Ich muss hinter der Kamera stehen, damit ich überhaupt treffe. Weil ich sonst keine volle Umdrehung hinbekomme. Wie, ich sag ja, ich kann nicht mehr viel Umdrehung machen. Ich weiß es nicht, es geht nicht mehr. Entschuldigen Sie bitte, das war mein... Was man gerade live sieht an mir, nehme ich jetzt einfach mal als Übungsbeispiel. Was seht ihr? Ihr seht, ich werfe unkonsistent. Auf Deutsch macht das keinen Sinn. Das Wort, was ich in meinem Kopf hatte, war inconsistent. Unregelmäßig, nein, ungleich. Ich werfe nicht gleich. Ich werfe das Gegenteil von gleich. Das ist nicht gut. Weil mal gebe ich dem Messer mehr Spin, mal weniger. Das ist echt wichtig. Das müsst ihr euch abgewöhnen. Das muss ich mir jetzt auch wieder abgewöhnen. Deswegen lasse ich einfach mal laufen. Zwei von vier haben wir ja getroffen. Schon mal gut. Müssen wir nur alle treffen. Schon wieder nur zwei von vier. Was mache ich falsch? Ist gerade über die Absperrung runtergeflogen. Psst, sagt's keinem, aber Fullspin ist nicht so meins. Oh. Fast wären es 4 von 4 gewesen. Aber der Dritte dachte sich so, oh, ich stecke, oh nee, doch nicht. Arschloch. Na gut, Leute, das war's fürs heutige Video. Ich sag mal, ciao und wir sehen uns das nächste Mal und ja. Keine Angst, ich arbeite nicht an nichts. Ich arbeite nur an so vielen Sachen wieder gleichzeitig, die ich auch teilweise aufnehme, zum größten Teil aufnehme, dass ich nicht dazu komme, sie alle schnell genug fertigzustellen, geschweige denn zu bearbeiten. Also, ja. Und diese Woche Freitag kommt kein Stream. Ja, aber dafür dieses Video. Also, ist auch was, oder? Kein Stream, aber dafür Video. Ja. Gut, dann würde ich mal sagen, haut rein. Schön, dass ihr da wart. Lasst ein Like da, lasst vielleicht ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Sagt mir, was ihr von dem ganzen neuen Scheiß hier haltet, mit dem Licht und so. Und... was fiel euch bis jetzt immer am schwersten zu lernen von Wurfmessertechniken? Bei mir ist, wie man sieht, Fullspin das Problem. Ja, gut. Also jetzt aber wirklich ciao, ne? Bye.